Hallo, im Folgenden möchte ich einige Grundzüge der Digitalisierung der Hochschullehre und die daraus entstehenden Konsequenzen für Lehr- und Lernformate in der digitalen Ära aus meiner Sicht vorstellen. Ich werde mit einigen grundsätzlichen Überlegungen zur Digitalisierung der Lehre beginnen, ehe ich dann die daraus resultierenden Lehr- und Lernformate vorstellen möchte, die allesamt mit der Bezeichnung Shift Activities, also verschobene Lehr-Lernaktivitäten, assoziiert werden können. Anschließend werde ich die dadurch möglichen Kursformate vorstellen. Kommen wir direkt zur Frage: Digitalisierung, was ist das eigentlich? Auf den ersten Blick ganz einfach: die Umwandlung der Bestandteile der klassischen Lehre in digitale Formate. Mir erscheint das allerdings zu vage. Dann wäre diese Konstellation hier, bei der lediglich die Begleitmaterialien digital vorliegen, während der Inhalt selbst und die Verfahren der Inhaltsvermittlung und Erschließung unverändert blieben, bereits ein digitalisiertes Format. Aus meiner Sicht ist die Digitalisierung der Lehre aber mehr. Zunächst geht es um die Überführung der Inhalte selbst in digitale Formate. Idealerweise, wie oft beschrieben, in Multimedia-Formate, wobei hier allerdings der Entwicklungsaufwand oft die Kapazitäten der Lehrenden übersteigt. Aus diesem Grund favorisiert man gegenwärtig Lehrvideos, die entweder selbst produziert werden oder von dritter Seite bezogen werden. Doch mit Videos allein funktioniert das bekanntermaßen nicht. Zum einen gibt es viele Lerneinheiten, bei denen diese Art von Digitalisierung ohnehin nicht oder nur schwerlich funktioniert, zum Beispiel dort, wo Praxis oder Diskurs im Vordergrund stehen. Zum anderen sind Videos genauso wenig Alleinlehre, wie das der klassische Unterricht war. Erst durch zusätzliche digitale Verfahren der Inhaltsvermittlung und Inhaltserschließung zusammen mit passgenauen digitalen Begleitmaterialien und mit entsprechenden Kommunikationsstrukturen wird daraus ein digitales Gesamtpaket, mit dem nun diverse neue Szenarien entwickelt werden können. Schauen wir uns diese Entwicklung, das heißt den Wandel von der klassischen zur digitalisierten Lehre, auf der Basis einer einzelnen Lerneinheit einmal näher an. Die klassische Lehre, die findet im Hörsaal statt, wo an einem Ort zu einer bestimmten Zeit nach einem vorgegebenen Tempo Inhalte vermittelt und mehr oder weniger gut erschlossen werden. Zusätzlich wird Material zum Vertiefen bereitgestellt, das dann anschließend selbstgesteuert bearbeitet wird. Nun aber haben wir digitale Inhalte. Die können wir ja wohl schlecht im Hörsaal bereitstellen. Oder sollen wir etwa ein eigenes Lehrvideo im Hörsaal zeigen und dies gemeinsam mit unseren Studierenden anschauen? Wohl kaum. Eine Variante wäre, die Lehre beim klassischen Format zu belassen und die Inhalte nachträglich, also parallel zu den anderen Vertiefungsmaterialien, bereitzustellen. Diese Variante allerdings wirft viele Fragen auf, unter anderem: Wozu wird dann noch eine Präsenzphase benötigt, wenn die Inhalte digital bereitgestellt werden? Warum diese Doppelung? Wäre es nicht einfacher, die digitalisierten Inhalte einer Präsenzphase voranzustellen? Klar, nun haben wir nicht mehr diese Doppelung. Doch was bedeutet das für den Hörsaal? Wir könnten die digitalen Inhalte im Hörsaal einfach wiederholen. Doch würden dann die Studierenden überhaupt noch in den Hörsaal kommen wollen? Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Also bleibt nur eines: Wir müssen die Materialien, die eigentlich zum selbstgesteuerten Vertiefen gedacht sind, nun in den Hörsaal bringen, um dort gemeinsam mit unseren Studierenden zu üben, zu analysieren, zu diskutieren und so weiter. Dieses einfache Szenario nennt man auf schulischer Ebene Flipped Classroom und auf Hochschulebene Inverted Classroom. Die Idee geht auf Maureen Lake und ihre Kollegen Glenn Platt und Michael Treglia zurück. Wir im Virtual Linguistics Campus haben dieses Szenario seit 2006 im Einsatz und haben 2012 den Begriff Inverted Classroom aus dem Amerikanischen dafür übernommen.
Durch die nun primär dem Üben und Vertiefen gewidmete Präsenzphase im Inverted Classroom werden neue Lernräume erforderlich. Mit der heutigen Hörsaalarchitektur ist die gewünschte hohe Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden nur unter großen Schwierigkeiten möglich. Smart Working Architekturen mit Lerninseln und neuen Tischarrangements sind hier gefragt. Und zusätzlich benötigen wir Assessments, selbstverständlich elektronische Assessments, mit denen wir sowohl vor der Präsenzphase die Studierenden üben lassen, als auch ihr Wissen überprüfen, um vor der Präsenzphase ihren Wissensstand zu kennen. Letztere nennen wir Mastery Worksheets. Dieses Inverted Classroom Mastery Model bildet heute, unabhängig von der Studienphase, das Rückgrat einer digitalisierten Lehre. Und es liefert neue Möglichkeiten für die Hochschullehre insgesamt. Diese Möglichkeiten möchte ich im nächsten Abschnitt kurz vorstellen. Denn mit digitalisierten Lerneinheiten lassen sich nicht nur zahlreiche Probleme der Hochschullehre lösen, die Sie hier sehen, sondern es lassen sich auch neue Kursformate erstellen und damit die Studierbarkeit verbessern. So können mit dem 2-in-1 Kursformat unterschiedliche Zielgruppen, zum Beispiel BA-Studierende und Lehramtsstudierende, im gleichen Kurs mit unterschiedlichen digitalen Lerneinheiten in der digitalen Phase und mit zielgruppenspezifischen Übungsmaterialien in der Präsenzphase versorgt werden. Im flexiblen On-Campus-Kurs, kurz FLOC genannt, kann man Studierenden sogar flexible Rhythmen anbieten, die zu selbstgewählten Prüfungsterminen führen. Und verzichtet man komplett auf den Hörsaal, also auf die Präsenzphase, lassen sich Online-Kurse erstellen, die curricular verankert On-Campus-Studierenden bei der Einhaltung der Regelstudienzeit helfen können. Allerdings sollten diese gut betreut und mehr sein als nur eine Sammlung von Lehrvideos. Ja, und mit MOOCs schließlich können interessante extracurriculare Zusatzangebote entwickelt werden, mit denen die Teilnehmer, meist haben sie ja ohnehin einen akademischen Hintergrund, ihr Wissen erweitern können. Und wir als Anbieter für unsere Sache werben können. Da MOOCs ja nicht kapazitätswirksam sind, sollten sie aber in jedem Fall in einem hohen Maße automatisiert sein. Durch die vorgeschlagene Digitalisierung von Lerneinheiten entstehen zahlreiche Mehrwerte, von denen die verbesserte Studierbarkeit sowie der neue Stellenwert der Präsenzlehre aus meiner Sicht die entscheidenden Mehrwerte sind, die insbesondere auch die Studierenden zu Treibern der Digitalisierung der Hochschullehre macht. Soweit zu meinen Gedanken zur Digitalisierung der Lehre. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und empfehle die im Video integrierten Verweise zu den Videos in meiner englischsprachigen Playlist The VLC Digitization Series zur weiteren Vertiefung der behandelten Aspekte. Herzlichen Dank.